Tja, gegenseitiges Vertrauen scheint das Letzte zu sein, was beide Länder eint. Dabei sind Großbritannien und Russland mehr verbandelt, als sie zugeben. Das geht weit über eine dicke, fette russische Yacht auf der Themse hinaus. Annette Dittert über offizielle britische Drohungen und fragwürdige Allianzen mit einem dicken Portemonnaie. Es ist ein offenes Geheimnis. Kaum irgendwo auf der Welt wird mehr russisches Geld gewaschen als in London. Und ebenfalls seit Jahren verschleppt jede Regierung mögliche Gesetze dagegen. Im Lichte der Ukraine-Krise aber gab es nun erstmals ganz andere Töne von der britischen Außenministerin. Wir werden jetzt die härtesten Sanktionen verhängen, die es je gab. Der Kreml wird sich hier nicht mehr verstecken können. Lautes Gelächter der Opposition, denn kaum einer hier glaubt daran, dass diesen Worten echte Taten folgen. Einer der führenden britischen Sicherheitsexperten erklärt uns, warum. Das ist so, als ob du die Tür zumachst, wenn du ein Loch im Dach hast. Es klingt erstmal gut, aber de facto bleibt London weiter offen für schmutziges Geld. Das liegt schlicht daran, dass jeder, der will, in London weiter über Briefkastenfirmen, zum Beispiel millionenschwere Immobilien, kaufen kann. Der Exilrusse Roman Borisowitsch führt auf seiner sogenannten Kleptokratentour Touristen an solchen Gebäuden vorbei. Er schätzt, dass etwa 100.000 Londoner Immobilien der Geldwäsche dienen. Transparency International spricht von ca. 1,5 Milliarden Pfund schmutzigem russischen Geld, das in Londoner Immobilien steckt. Sie schätzen das, weil wirklich beweisen kann es eben niemand. Sanktionen gegen einzelne Personen zu verhängen, ist damit sinnlos, solange man gar nicht zurückverfolgen kann, wem hier was gehört. Edward Lucas zeigt uns, wie einfach es ist, in London anonym eine Firma anzumelden. Für ARD German TV gibt er als Direktor Mr. Michael Mouse an. Per Access Code wird einmal die Handynummer überprüft. Nach genau 5 Minuten sind wir dann registriert, kosten 12 Pfund. Du bekommst alle Vorteile einer offiziellen Firmenidentität in 5 Minuten und niemand checkt irgendwas nach, niemand bestraft dich. Warum wird das nicht per Gesetz überprüft, wer hinter diesen Firmen steckt? Die Tories reden seit Jahren darüber, aber finden nie die Zeit dafür. Und dann aber liegt es daran, dass die Tory-Partei sehr stark von russischem Geld lebt und Johnson deshalb selbst gar kein Interesse an strengeren Gesetzen hat. So bekam Boris Johnson schon 2014 umgerechnet 180.000 Euro als Parteispende für ein Tennisspiel mit Lubow Tschernukin, der Frau eines ehemaligen Putin-Vertrauten. Freundschaften, die sich gelegentlich für beide Seiten auszahlen. Jewgeni Lebedev zum Beispiel, Sohn eines russischen Oligarchen, wurde von Johnson jetzt ins House of Lords berufen. Als Baron Lebedev von Richmond und Sibirien kann er ab sofort auch britische Gesetze mitgestalten. Wir sind jetzt die Butler der Welt. Wir helfen reichen Ausländern bei ihren finanziellen Problemen und lassen sie dann respektabel wirken. Eine sehr britische Kombination aus Gier und Snobismus. Und so hart sich die britische Außenministerin heute in Moskau auch gegeben haben mag, ihre angekündigten Sanktionen dürften Lehrformeln bleiben, solange sich zu Hause niemand ernsthaft darum bemüht, der zwielichtigen Londoner Geldwäsche wirklich ein Ende zu bereiten.